Moin Moin, und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2. So, wir haben uns zu Olishas Oasenlager teleportiert. Und jetzt geht's in Richtung, wo habe ich diese? Ach, da unten. Südöstlich war es ja, genau. Muss nördlich sein. Oh, gutes Stückchen südlicher. Probiere mal hier dieses Sandportal aus. Naja, Mist. Dreckspinnen haben mich aufgehalten. Kann ich jetzt? Nee. Dann hauen wir es um, die Boga. Komm auch nicht hoch. Das ist unglaublich. Wie nerven können, dieses Gemüse. Letzte, hoffe ich. So, kann ich wieder? Nein, falscher. Da. So. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ja, sieht gut aus. Kein Nickel, würde ich jetzt mal wechseln. In der Richtung kämpft, glaube ich, auch schon Leute. Zack. Irgendwer schon da. Inanna. Ja, genau da, wo sie gerade steht. Beim Blumenkohl. So, das war nach meiner Zählung jetzt Nummer 4. Blumenkohl noch mit und Nummer 5 müsste nach der Karte nördlich sein. Aber sag mal, werden die nicht auf der Minimap angezeigt? Ja, ja. Aber ganz so schnell sieht man die nicht immer, finde ich. Ah. Bei der Wegmarke, Startwegmarke, ja, ganz oben. Da. Weil die sind jetzt ja nicht gewaltig groß. Mit so, dann müssen wir dann so aber auf das Event warten, ne? Kommst da ja nicht rein, so ohne weiteres. Ist ja Isaac seine Wegmarke. Nee, da wo ich gerade gepostet habe. Ganz in der Nähe. Schau okay. Kurz was da. Make the long track towards the. Das müsste. Nicht hier sein. Gibt es hier einen Tunnel oder so? Ah, da muss man Kopfgeld dafür machen. Was steht denn da? Moment, ist noch gar nichts. So, das ist. Ein jetzt in der Sammlung. Ja, ich sehe gerade nicht nochmal, was für eine Himmelsschuppe das überhaupt war. Ich weiß gerade nicht, welche es war. Ich meine, der Tapferkeit, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee. Jetzt sind ja die ganzen blauen Punkte da. Na, dann gehen wir wieder. Da hab ich's. So, der Tapferkeit. Dann schaue ich kurz.
sollte sich doch finden lassen. Aydina ist diejenige, die den Fels öffnet, okay. Doch, natürlich können wir dir helfen beim Greif, das ist kein Ding. So. Ich würde ja selbst ein haben, wenn ich hier nicht die Stellung halte. Schlusslande. Kill your character. Also, hast du ihn angesprochen? Hast du ihn gefunden? So ein paar menschliche Taunixe machen mir keine Angst. Wie, wo? Jetzt hier bei der Wegmarke? Ich habe bisher noch mit keinem gesprochen. Ich habe gerade nur in Wiki geschaut. Ich sehe hier nur ein Symbol. Du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Tapferkeit. Und dann, jetzt hatte Inanna geschrieben, Kaidena ist diejenige, die den Fels der Weissagung öffnet. Man sagt, ein grimmiger Norn zeigt Anzeichen einer Lehverstärkung. Holt ihn euch. Kurz finden. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Überblick. Na. Während des Kampfes gegen Yusso Escher. Path of Ascension Meta-Event. Okay. Kaidena. Oh, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, wo ist der, die das? Da. Silvari. Ich glaube, bei dem Räuber-Event hier unten geht das los, in diesem Lager 1, oder wie das... Zweites Lager. Zweites Lager? Wo ist das erste Lager? Keine Ahnung, ich folge also dir gerade. Was kann ich das sehen? Ich habe das Ziel im Blick. Ja. Ich hier ist neu. Er hat ein Ziel im Blick. Hier ist sie. Moment, ich komme. Zurück. Auf dem Weg. Du hüpfst. Okay. Ah, da. Achso, dann läuft die nachher nur so einen komischen Bogen. Okay. Weil das Event habe ich heute schon mal gemacht, ja. Dieses Meta-Event hier. Hm? Ich glaube, ich hätte das noch nie gemacht. So ein interessanter Witz. Die Vergessenen kannten das Geheimnis, wie man in den Fels der Weissagung gelangt. Ich glaube, das tun sie noch, auch wenn sie jetzt Gebrandmarkte sind. Brandmarkten Leichname der Vergessenen können ihre Teleporter immer noch aktivieren. Wir müssen einen finden und uns diese Kraft sichern. So, bisher geht's ja noch. Der Fels der Weissagung zieht die gebrandmarkten Vergessenen noch immer an. Interessant, trotz ihres verdorbenen Zustands. Das Fels drin steht, ist natürlich auch aber so unpraktisch.
Läuft das drauf durch? Ja, ich bin da jetzt auch kurz durchgelaufen. Kurz Moment überlebt man, ja. Läuft weiter. Ich will auch sterben. Deswegen hat sie sich ja schon verabschiedet eben, ne? Und bitte? Deswegen hat sie sich auch eben gerade von dem anderen Charakter verabschiedet. Ja. Diese Qualten und ihren Ausweichen, das ist so. Aber manchmal muss man sich seinem Schicksal einfach ergehen. Man muss dann stillhalten und sich erschießen lassen, wa? Ihre gebrandmarkten Hüllen können sicher das ohne Worte, ne? Der Weissagung bringen. Splitterless Blast, na super. Vorhin hat dieses dusselige Herzchen gemacht, es hat ewig gedauert und jetzt kriegt die Dinger hier einfach so. Die Kraft des Vergessenen ist auf mich übergegangen. Aber die Wirkung ist nur vorübergehend. Wir müssen schnell machen. Ich will zurück zum Lager. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Ja, machen wir. Ich lasse dich jetzt nicht mehr los, solange du das Event weitermachst. Ach, der hat sich jetzt Teleporter. Pack die. Das ist ja praktisch. Hier ein Rüstungs. Wir müssen eine neue Bedrohung ist aufgetaucht. Da. Ich habe das Ziel im Blick. Danke. Oh, seid ihr schon da unten? Geht mal schnell vorwärts. Gleich losgelaufen. Ja, die kennt auch nix. Siehst du, hier hatte ich vorhin angefangen. Also hier bin ich dazu gestoßen. Dann auch noch welche. Hier ist auch noch ein anderes Event, ne? Ich weiß nicht, ob das zusammengehört. Ich habe bei ihr auch nur dieses komische Symbol. Keine Eventliste. Den Kreis hat sie doch über dem Kopf. Also nicht unseren Denkkreis, sondern noch so ein Questkreis. Genau, dass ein Quest haben wird. Aber nicht, dass eins aktiv ist. Steht
steht hier hinten rum. Wir müssen diesen Leuten helfen. Okay, eine gebrannte noch. Ja. So. Ah, jetzt rennt es aber schon weiter. Jetzt hat es auch ein Beschützersymbol. Wie ihr den Aufstieg anstrebt, es ist Zeit, zum Fels der Weissagung aufzubrechen. Folgt mir. Dann quatsch ihn lange. Doch sie wird nicht andauern. Wir müssen uns beeilen. Bitte hört auf meine Worte. Diese Gelegenheit ist nicht von Dauer. Wir müssen jetzt zum Fels der Weissagung gehen. Ja, dann geh. Jürgen? Ach ne, Jüngerin. Jürgen kann den nach. So siehst du Jürgen. Danke für eure Hilfe. Ich hätte es vermutlich nicht geschafft, so viel zu sammeln. Ah, was haben wir denn gesammelt? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Wissen, ganz viel Wissen haben wir gesammelt. Ah. Und linsenförmige Steine habe ich gekriegt. Ich dachte auch, wir haben einfach nur gefallene. Ausländer. Macht. Oh. Choya! Wir haben einfach Kaktus gesammelt. Ja. Kaktussis. Ich kann auch Peaks mit meinen Pfeilen. Wusstet ihr, dass man mittlerweile wirklich Kaktusse sagen darf und nicht mehr Kakteen sagen muss? Tanten. Echt? Ja. Man darf auch Portemonnaie mit Ä schreiben. Ja. Das sieht richtig falsch aus. Kaktusse, das passiert mir, aber mehr aus Versehen. Was das zugelassen wurde. Ach, man kann ja auch ganz furchtbar Mayonnaise mittlerweile schreiben. Ja, mit Ä. Ja. Ja. Verloren und wir fangen wieder ganz von vorn. Das spricht man nicht mal so aus. Mayonnaise. Natürlich spricht man das so aus. Ja. Wo ist denn bitte in rot-weißen Ä? Ach du Scheiße, Sandhaie. Ja, diese Sandhaie. Sind wir uns aber alle einig? Sandhaie. Die Geschichte des Felses der Weissagung ist unglaublich spannend. Er ist ein Symbol der Hoffnung, der Wiedergeburt und des historischen Zeitalters der Helden. So, und da wir gleich da sind, jetzt sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.